Es ist Showtime. Oder vielleicht auch nicht. Hey Leute, euer GBS hier. Willkommen zu meinem Ersteindruck zu Prinzessin Peach Showtime. Es ist mein dritter Versuch jetzt gerade aufzunehmen, denn ich bin ein bisschen müde. Deswegen bleibt mit mir an der Stelle. Mein Ersteindruck kommt aus der Demo-Version, die ihr gesagt habt, die ich spielen soll. Wir haben sie gespielt gehabt am, ich glaube, Freitag war es. Und der Release von Princess Peach Showtime. Princess Peach Showtime. Ist am Freitag bereits. Deswegen mache ich mal ganz schnell mein Ersteindruck raushauen, um euch zu erzählen, was ich von der Demo denke und meine Prediction für das Hauptspiel. Zunächst einmal, das Spiel ist ein bisschen komisch. Folgendermaßen ist es aufgebaut. Wir haben Peach, die selber nichts drauf hat. Wir haben Möglichkeiten, uns zu verwandeln. Mit bestimmten Fähigkeiten. Mit Schwertkämpfer Peach und mit aktuell Bäcker Peach und anderen Sachen, die noch folgen, wie Ninja Peach und was nicht alles da reinkommt. Das große Komische in der ganzen Demo, die ich gesehen habe, war zum einen die Performance, die ein bisschen schwierig war. Die war ziemlich knifflig, die war nicht so wirklich toll. Das Gameplay, was auch sehr merkwürdig war teilweise, und die Story, die auch ein bisschen sehr merkwürdig war. So, jetzt mal die Story. Die Story, Peach geht ins Theater. Okay, war jetzt so gut, sie will sich ein Theaterstück anschauen. Dann kommt der große Bösewicht, die Grappe, die Grape, und sagt so von wegen, das ist jetzt mein Theater, ich mache jetzt Theaterstücke, Pipa und Po. Und typisches Nintendo-Bösewicht-Gehabe von wegen, irgendeine Leute wollen Gutes haben, wir wollen eine schöne Zeit haben, irgendein Bösewicht kommt um die Ecke und meint von wegen, geht auf Ego-Trip. Gegen Ende wird es wahrscheinlich so sein, von wegen, die wird akzeptiert werden als eine von uns, die hat eigentlich gar nicht mehr so scheiße gewesen und es hat eigentlich voll Spaß gemacht und yay, komm wieder vorbei. Irgend sowas in der Richtung wird passieren, gehe ich von aus. Problem mit der Story ist aktuell, das, was ich gesehen habe, ist, dass der Text viel zu schnell verschwindet. Also ist mal ohne Scheiß, ich kam nicht mal durch die erste Zeile von dem Text und das Ding hat zwei Zeilen gehabt, bevor es verschwunden war. Ich habe es im Nachhinein angeschaut, was da gesagt worden ist und denke mir so, okay, der Text war jetzt so schnell weg, ich habe die Hälfte nicht verstanden und ich weiß nicht, gegen wen ich überhaupt kämpfe. Das ist das Lustige. Sie erzählt von wegen, sie sei Grappe, ja, ich habe keine Ahnung gehabt von ihren Intentionen. Habe ich euch gerade erzählt. Und wie ihre Untertanen heißen. Irgendwo die Sauertruppe. Was ein bescheuerter Name ist eigentlich. Das ist ein großes Manko, was ich sehe. Story könnte, wird wahrscheinlich nicht so großen Stellenwert haben, aber die wenige Story, die es hat, wird wahrscheinlich enorm nicht gut erkennbar sein. Von dem, was es sein wird, wenn die Texte so schnell verschwinden. Ah, ein großes Manko. Das Gameplay ist okay. Also die ganzen einzelnen Szenen, in die man reingeht. Man spielt ein Theaterstück. Man geht von Szene zu Szene zu Szene. Und in jeder Szene hat man irgendwo eine Kleinigkeit zu erledigen. Zumindest als Peach kann man durch die Fähigkeit der neuen Freundin, die man hat, die man bekommt, die aus dem Theaterstück kommt, kann man ein Bändchen wählen lassen, fast so ein Cheerleader-mäßig, ja, von wegen, oder Ballerina-mäßig, so, ja, und bringt den Leuten ein bisschen Freude, weil die halt ein bisschen sehr eingeschüchtert sind und verängstigt sind, wegen der ganzen Situation, was verständlich ist, da kommt ein großer Bösewicht und übernimmt deinen Laden. Komisch. Aber man kann auch die Gegner ein bisschen kitzeln und zumindest umhauen für den Moment. Das war es, was alles, was Peach kann. Sie kann nicht allzu viel. Was erstaunlich ist, nachdem sie das gemacht haben mit dem Mario-Film, wo sie enorm starker weiblicher Charakter ist, die einiges drauf hat, richtig gut im Jump'n'Run ist, besser als Mario und krasse Kampferfahrung hat. Also, ja, das ist ein ziemlicher Kontrast zu der, die jetzt alle mögen. Schwertkämpfer Peach ist Schwertkämpfer. Ne, haut drauf, Schwert, zack, 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 haut gut Kombos raus,
ist am besten zu spielen, wie ich meine, von den ganzen Charakteren, die man hat. Von den ganzen Kostümen. Hat nur ein komisches. Sie hat diese Dodge-Fähigkeit wie Mithra in Smash Bros. Mit dem Foresight. Und das kann man spammen. Weil der Zeitrahmen, um gegnerischen Angriffen auszuweichen, um das zu triggern, ist viel zu groß. Und wenn mich nicht alles täuscht, liegt es auf demselben Knopf wie das Angreifen. Das heißt, wenn da zu viele Gegner sind, man ist umzingelt von Gegnern, und die greifen alle gleichzeitig an, oder alle hintereinander weg, kann man dodgen, 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 aber macht keinen Schaden. Ich weiß nicht mehr, ob das genauso war, aber ich habe das so in Erinnerung. Die Bosse machen sowas Ähnliches. Wir haben auch ein riesiges Zeitfenster. Nur wenn man dann den Angriff dodgt, ja, dann springt man auf den Gegner seinen Kopf drauf, auch über 50 Meter Entfernung weg, vom Stand in den Sprung auf den Kopf vom Gegner und haut ihn kaputt. Das ist sehr merkwürdig. Das ist sowas von komisch und merkwürdig. Ich verstehe nicht, wie das passiert. Ich weiß nicht, warum es passiert. Aber okay. Der Bosskampf von sich, relativ simpel aufgebaut. Hier ein paar Piranha-Pflanze eigentlich, ne? Hier ein paar Ranken, da ein paar Ranken, Haus kaputt, Haus kaputt, Haus auf die Ziele drauf. Boss spawnt, muss ein Boss ausweichen, springst auf den Kopf, vorbei. Simpel aufgebaut, erstes Level, erste Welt. Wunderschön anzuschauen, die ganzen Props, keine Frage. Ist wunderschön anzuschauen. Gameplay könnte besser sein, Performance könnte besser sein. Gegnerdesign ist okay, man erkennt es als Gegner. Man erkennt, es sind Bösewichte. Aber irgendwie erscheinen die mir nicht wirklich großartig bedrohlich oder sowas. Was passt, denn Grape ist ja an sich eigentlich eine Person, die auch nur Theater machen will. Deswegen sind zu bedrohliche Charaktere oder richtige Bösewichte jetzt nicht so wirklich geeignet als Feinde für so ein Theaterstück. Das nächste, was wir dann gespielt haben, war Bäckerin Peach, Passionärin oder was auch immer, Konditorin Peach. Und da ist das Gameplay wiederum komplett anders. Sie hat keinerlei Fähigkeiten. Sie kann nur kochen, backen und Kuchen verzieren. Es ist eher so eine Art Minispiel vom Verhalten her. Man muss Button mashen, ohne dass man zu viel Button masht, weil sonst explodiert der Teig. Okay. Man macht die Leute glücklich mit Keksen. Man macht die Leute glücklich mit Torten. Und man hat halt eigentlich eine Herausforderung, das alles perfekt hinzubekommen, um Punkte zu bekommen, um Collectibles freizuschalten. Und bei Collectibles gibt es zum Beispiel eine Fliege, die man sammeln kann, wo man eine bestimmte Mission gemacht haben muss, in dem Level, die ein bisschen versteckter ist. Und es gibt 10 von diesen komischen Sternen, die man sammeln kann. Das sind sowas wie Yoshi-Coins so in etwa. Einfach so Sachen, die auf dem Weg liegen, die man dann einsammelt. Meist in einem Secret-Raum versteckt oder in einer kleinen Herausforderung, wo man 2 Gegner besiegen muss oder ein kleines Jump-Run-Event machen muss. Nichts allzu Wildes. Ist okay. Ist okay. Es ist nur sehr, ich sag mal, sehr, sehr schwach vom Gameplay an für sich. Wo man dann von der Schwertkämpferin, wo es Action-Gameplay gibt, hingeht zu, okay, jetzt drückst du nur den einen Knopf, und zwar ganz häufig. Und ein bisschen Geschicklichkeitssachen. Was nicht verkehrt ist, Geschicklichkeitssachen machen Spaß. Ja, wenn man das mag. Ich mag sowas. Ich finde Geschicklichkeitssachen gut. Und dann ist Liebe vorbei. Man kann zwar mit den ganzen einzelnen Charakteren, nicht viel, aber man kann mit ein paar von den Leuten, die da im Theater sind, reden im Hauptraum. Aber großartig irgendwas Interessantes kommt da nicht bei rum. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Spiel irgendwie von Nintendo bzw. von Goodfield ein bisschen rausgedrückt wird. Auf Gedeih und Verderb irgendwie. Es sind einige Ungeheimtheiten. Ich schaue gerade einen Screenshot an vom Ende des Levels. Und was ich da sehe, ist einfach ein paar Textboxen übereinander gesetzt, die verschoben sind. So komisch, ist nicht wirklich aligned irgendwo, ein bisschen sehr komisch irgendwie. Es fühlt sich an, als zumindest die Demo, als wären viele Sachen nicht fertig. Die Framerate
die Performance. Und im Großen und Ganzen wissen wir einfach nicht das Ausmaß von dem Spiel. Wie lang wird das werden? Wird das irgendwo für jede Performance, die man hat, eine Stage werden? Das heißt, man hat nur eine Stage mit der Schwertkämpferin, eine Stage mit der Bäckerin, dann eine Stage mit der Ninja, hat man eine Stage mit der, weiß man nicht. Wir wissen nicht diesen Umfang. Und da ist das, wo ich ein bisschen Angst habe, dass das in Zukunft, wenn das rauskommt, am Freitag, vielleicht richtig schlecht bewertet wird, das Spiel. Dass es halt richtig untergeht und ein riesiges Manko wird. Wir wissen nichts vom Spiel. Die Demo war, naja, okay. Immer okay. Es ist keine Demo, wo ich sage, von wegen muss ich mir ein Spiel für kaufen. Das ist eher so eine Demo, wo ich sage, habe ich gespielt, okay, auf Wiedersehen. Ich weiß nicht. Also, knifflig. Würde ich eine Empfehlung rausgeben für das Spiel an der Stelle? Nein. Würde ich sagen, es gänzlich abzuschreiben? Nein. Wartet auf die Reviews, wartet auf die Bewertungen, wartet am besten darauf, dass ich es gespielt habe und euch sagen kann, ob es gut ist oder nicht. Wenn ihr denn nicht Spoiler-Review haben wollt, sage ich es euch gerne. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr haben wollt. Jedenfalls, es ist schwierig. Es ist ein schwieriger Fall. Wir werden auf jeden Fall das Spiel anschauen. Wir werden es spielen. Wir werden es durchspielen. Und vielleicht hat das Spiel einfach mehr Inhalte, als man es aktuell merkt. Aber ich bin irgendwo nicht begeistert. Es ist schön. Schön grafisch. Aber eine Grafik alleine und Musik alleine rettet kein Spiel. Es muss das Gameplay stimmen. Es muss die Story mitstimmen. Es muss alles mit reinspielen. Und Performance vor allem. Und Performance, schlechtes Spiel bei einem Spiel, wo es um Performances geht auf der Stage, ist irgendwo ironisch. Ist irgendwo komisch. Aber ja, das wäre mein erster Druck zu dem Spiel. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr denn die Review sehen wollt oder das Gameplay. Und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal, falls euch interessiert haben sollte. Lasst auch gerne ein Like da oder sowas, ne? Ihr wisst schon, der Kanal geht nach oben und wir werden alle besser und wir kriegen mehr Content und ich kriege vielleicht die Spiele gestellt, dass ich halt im Vorfeld dann schon mal präsentieren kann. Das wäre super. Dann kann ich euch im Vorfeld nämlich schon eine Preview geben. Eine richtige Preview zu einem Review, zu einem Spiel. Wäre doch cool. Aber ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Wenn's euch, also, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.